So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht übertrieben richtig. Nur den Haufen mache ich. Nämlich fünfmal die Lego Ninjago Wundertüten. Aber ich habe davon noch 20 Stück. Und die möchte ich gerne nicht in einem Video aufmachen, dann wird es zu lang. Deswegen öffne ich einfach nur 5 Lego Ninjago Helden Power Wundertüten Nummer 14. Das sind ja zurzeit, die ihr überall bekommt für 6 Euro oder Flohmarkt, Wochenmarkt für die Hälfte, sage ich immer wieder. Die Massen bekomme ich von Kollegen, Verwandten, Freunde von Flohmärkten, die es immer besuchen. Die rufen mich dann an, hört mal, ich habe da und da, sehe ich gerade was für den und den Preis, soll ich sie mitbringen? Dann sage ich immer, ja. Es ist selten, dass ich Nein sage, deswegen kann ich so viele übertriebene Videos machen und auch so viele Wundertüten auf. Ihr kennt meinen Kanal, so könnt ihr aber auch sehen, was euch immer erwartet. Größtenteil. Wir wissen auch hier, die neuen Tüten, ja, ist jetzt schon ein paar Nummern her, als es immer noch 3 Magazine und 3 Extras drin gab. Jetzt nur noch 2. Ja, dafür kostet sie ja auch mehr, 6 Euro. Aber von diesen Figuren, die drinne sein können, wisst ihr auch schon immer, welche drinne sein werdet. Durch meine Videos. Der Grüne, er ist mal drinne, dann Kai und der Taucher. Diese richtig coolen sind ganz, ganz selten. Besonders die, die ich immer sowieso gebrauchen kann für meine Eiskaiserarmee. Die sind selten drinne. Das ist ganz, aber ihr kriegt die Krebse, die goldenen. Die sind ziemlich oft dabei. Wer meine Videos noch nicht kennt, von die Helden Power Wundertüte Nummer 14, einfach eingehen bei mir, dann seht ihr das. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt 5 Stück. Auch das ist eine Masse, die weg muss, da ich wieder was anderes hinlegen kann. Aber nichtsdestotrotz, jetzt fange ich endlich an. Die Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 14, die aktuellsten zu öffnen. Ja, die neuen müssen jetzt eigentlich auch rauskommen, falls einer das fragt. Die müssten eigentlich jetzt, oder sind sie jetzt schon draußen in verschiedene Bundesländer? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, weil es kommt ja meist in Hessen, Niedersachsen, München eher raus wie in Nordrhein-Westfalen oder umgekehrt. Aber ihr kennt das Problem. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht es, ein eingepacktes Magazin, eine limitierte Karte dabei, coole Unterwasserset, besonders der Schlangenkopf, der ist mega cool. Was ist vorne dran? Der Taucher. Und die limitierte Karte der Serie 6 Next Level. Limitierte Karten sind immer gut. Gerade aus Magazine, weil die kriegt ihr ja sowieso nur immer da. Der Taucher, mega cool. Warum? Der hat eine schwarze Taucherflaschen sind dabei. Die kann Batman sehr gut gebrauchen. Mehr sage ich nicht. Auch schwarzen Helm, schwarz. Es passt einfach alles zu Batman. Es ist so. Ein paar nehme ich immer raus. Und dann kriegt es, weil ich so viele Batmaner habe, ihr kennt das, durch Magazine, Wundertüten, ziehe ich die gerne mal um. So. Ja. Cool, erstmal dabei. Mega cool. Der neue ist natürlich richtig interessant. Der neuere. Aber er hat auch was. Wartet mal. Vielleicht habt ihr Glück. Und ich komme da jetzt so schnell dran. Ja, der mit Flügel. Aus dem neuen Magazin hat natürlich ein bisschen mehr. Ich mag das Orange und sein Schwert. Die alten, wisst ihr, habe ich auch übertrieben viele. Kann man natürlich gebrauchen. So, aber jetzt geht's direkt weiter. Brauche ich nicht mehr, habe ich schon einen dreistelligen Bereich. Brauche ich nicht mehr, das heißt, sie kommen bei mir in eine Riesenkiste. Ach, schaut mal wieder. Oh. Seht ihr, man muss sich nur beschweren, er ist so selten dabei und schon kriegt man ihn öfters. So einfach geht das. Aber ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, ob ihr euch noch die Wundertüte holt oder lieber abwartet auf die neue, weil ihr davon eben selber genug habt, weil immer dasselbe oder das gleiche drin ist.
Ihr seht es jetzt selber. Taucher, Totenkopf. Und hoffentlich geht es jetzt so nicht weiter. Ups. Auf jeden Fall ein anderes. Oh, es gibt wieder Krebse. Ja. Da muss ich wieder. Goldene coole Krebse, goldenes Schwert. Passt immer. Limitierte Karte, Keil sowieso. Zweimal die Krebse in eine Wundertüte. Hallo, geht's noch? Das ist natürlich wieder eine typische Fehlverpackung, aber geht's noch? Die Figur, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann, überhaupt nicht will, gleich zweimal in eine Wundertüte. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr auch wieder zuletzt eine Wundertüte hattet, wo zweimal das gleiche Magazin drin war. Hatte ich natürlich auch schon öfters. Oder dreimal. Drei Magazine drinne. War natürlich richtig cool. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil das eine Figur war, die ich sowieso wollte. Das war cool. Vierte. Oh ja. Das ist doch mal wieder eine Figur. Perfekt. Warum? Ich bin gerade dabei, meine alten Lego Jurassic World Dinos rauszuholen oder auf dem Flohmarkt die ganz großen Dinos zu kaufen. Ihr habt vielleicht die alten Sets gesehen, die ich gekauft habe beim Flohmarkt. Das sind richtig große Dinos. Da ein Sattel drauf, da passen die Wunder zu. Das habe ich nämlich gesehen. Da will ich was mit bauen. Und wenn ich irgendwann fertig damit bin, weil ich baue heute mal, zwei Tage später was, dann sehe ich wieder was, muss wieder abgerissen werden, ihr kennt das ja. Wenn es aber irgendwann fertig ist, so wie ich das will, dass die da drauf reiten oder Stühle haben, werde ich natürlich ein Bild bei Instagram hochladen, fertig. Aber coole Figur, das dazu. Also, hallo, aber das war ja gleich gesagt, dass ihr die Krebse am meisten drin habt. Jetzt schon dreimal. Dreimal jetzt schon. Nein. Bis jetzt alle Karten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Ordnung. Ist auch selten bei mir. Aber wir haben hier noch eine. Also, hier ist die fünfte und letzte Lego Ninjago Helden Power Wundertüte Nummer 14. Für rund 6 Euro Flohmarkt, Wochenmarkt, die Hälfte. Ups. Krebsalarm. Also, 5 Wundertüten, 4-mal den Krebstyp. Die Krebse meine ich natürlich. Ist natürlich für euch da draußen gut, dass ich die Wundertüten habe, weil ich brauche den auch nicht. Der ein oder andere wahrscheinlich von euch auch nicht. Aber in diese Wundertüte wundert mich nichts, dass er immer nur da drin ist. So. Und, jawohl, cooles Set von hinten, coole Figur von vorne. So, ich sag mal so, 5 Tüten ausgepackt, das sind 10 Minifiguren. 2, 4, die Hälfte davon, die ich vielleicht gebrauchen kann, interessant finde. Aber nichtsdestotrotz, mega cool. Einmal muss ich den sowieso noch auspacken, weil ich wieder für mein Batman, weil ich baue mir gerade so eine Taucherflotte auf, kann ich euch zeigen, was ich meine, weil das schön schwarz ist. So, bei mir
kriegt die Figur natürlich gar nichts. Zack. Zack, die bleibt so. So, und der eigentliche schwarze Helm und dieses Gummizaucherflasche kriegt natürlich Batman, weil er sieht besser damit aus. Den Helm natürlich kann man natürlich ihm geben, aber es sieht blöde aus ohne Taucher. Wie gesagt, ich baue ihn um, kriegt Batman wieder einen neuen Taucheranzug, aber nichtsdestotrotz, ich werde natürlich irgendwas von den Lego und den Ninjago neuen Sets unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung von die Nummer 14 Heldenpower-Wundertüte, ob ihr es sein gelassen habt oder doch noch welche gekauft habt. Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.